Lieblingsmomente. Das ist voll schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass die Lieblingsmomente von mir nicht die Lieblingsmomente von Corin wären. Aber ich finde sie insgesamt sehr lustig. Meine Lieblingsmomente in Staffel 1 sind wirklich Episode 1 bis 12. Nein, es gibt wirklich so viele Lieblingsmomente in der Staffel. Interessanteste war am Anfang sowieso erstmal das Charakter kennenlernen, weil ich hatte ja die Charaktere alle bereits parat. Ich wusste ja, wer ist. Ich habe ja mit jedem die Gespräche geführt. Ich wusste ja genau, wer sie sind und woher sie kommen und was sie können. Und dann zu sehen, wie diese aufeinander clashen, war schon sehr cool zu sehen. Zu gucken, wie die überhaupt miteinander interagieren und so. Ich glaube, das wird immer mein Favorite sein. Also Nummer 1 ist schon mal, davon muss man aber wissen, dass dieses ganze Corin geht in die Sonne etwas ist, was ich ihr hinzugegeben habe, erst am Tag, als wir angefangen haben zu spielen, also wirklich in Folge 1. Und das zu was wurde, was irgendwie sich durch die ganze erste Staffel gezogen hat und Corin jetzt eine Sonnenblume ist. Ich sage dazu nicht mehr, weil ich darf es ja auch nicht weiter ausführen, wieso das vielleicht so ist oder nicht so ist. Aber sie ist, Leute, sie ist keine Sonnenblume. Mein Favorite Moment ist auf jeden Fall die bodenlose Tasche, wo wir beschlossen haben, ja, das ist ein Briefkasten, lass mal einen Brief reinschmeißen. Weil, ich weiß nicht, das war so überzeugend und ich war da einfach voll drin und habe einfach mich voll reingesteigert und war so, ja, jetzt haben wir voll so Plothole, keine Ahnung, voll was Krasses rausgefunden und dann kommt voll die epische Nachricht und dann kam sie nicht und dann war es nichts Besonderes. Naja, okay, doch. So eine bodenlose Tasche ist schon nicht schlecht, aber leider kein Briefkasten. Aber der erste Lieblingsmoment war einfach erste Folge, wo ich auf das Fensterbrett springen wollte und ich wollte es einfach schaffen. Denn das weiß man gar nicht, aber in mir, Alter, ich habe gebrannt. Das war, ich wollte das unbedingt schaffen, weil wir haben von Johnny ja, wir haben diese Option bekommen, wir haben ja alle schön investigated und geguckt, was gibt es so für Möglichkeiten reinzukommen. Und ich hatte Schiss, dass ich nicht reinkomme und ich wollte es unbedingt schaffen. Ich glaube, das war so der erste Moment, wo sich dieser Charakter Elmo dann so abgezeichnet hat, wie der sich weiterentwickeln wird. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, boah, schlimm. Ich glaube, wir waren da in der Höhle. Waren an der Tür und haben immer darum gekämpft, weit, weit vorne zu stehen, weil wir in dem Irrglauben waren, es wäre gut, wenn wir lieber uns verletzen als unsere Kameraden. Und so haben wir uns immer wieder hintereinander nach vorne gestellt, bis ich glaube, es war Nera, die vorne an der Tür stand, oder Corin, ich bin mir nicht ganz sicher, und die Tür geöffnet hat. Auf einmal ein Bär als nächster Gegner vor uns stand, was in einer Höhle nicht wirklich zu erwarten war. Ja, offensichtlich mochte der Bär allerdings kein Feuer. Und zum Glück waren Fackeln in der Nähe. Und Johnny hat es zugelassen, einen, glaube, etwas ungültigen Zauber auf diese Fackeln anzuwenden. Er hat mich in dem Moment sehr, sehr glücklich gemacht. Dann auch die ganzen Fights fand ich einfach, waren grandios. Vor allem mein Killcount ist, glaube ich, sehr, sehr hoch in dieser Staffel. Das gefällt mir sehr gut, weil irgendwie, ja, ich finde es toll, dass ich meinen letzten Schuss machen durfte. Das war schon, vor allem gegen den Bären oder gegen den Koboldmeister. Aber das ist halt Elmo so, ne? Das ist halt so, so habe ich mir das überlegt, dass er das durchzieht. Der macht es auch und ist ihm auch komplett egal, was die anderen darüber denken. Alle sagen immer so schlimm, schlimm, schlimm. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ansonsten der Kampf im Palast, also als was Kampf angeht, was Spannung angeht, gibt es, glaube ich, noch keinen Vergleich. Also das war schon unglaublich. Auch dass es dann so knapp war mit Nara und so aus einer Richtung, das wird auch einer meiner Favorite-Momenten sein, als dann Theo im letzten Moment reingesprungen kam und alle komplett verwirrt waren, dass dieser Morgenstern, der entsteht, tatsächlich auf Qual drauf geht und alle sich gefragt haben, auf Qual? Qual? Wirklich Qual? Und dann, ja. Theo ist da, um euch zu helfen. Dann war natürlich der Fenstersturz ein besonderer Moment. Ob Lieblingsmoment weiß ich nicht, aber er war auf jeden Fall besonders. Denn ich habe mir komplett anders vorgestellt. Ich wollte echt episch darunter springen. Und das war, glaube ich, so das Erste, wo gezeigt hat, boah, die Würfel haben doch eine Macht. Und selbst wenn du irgendwas planst und ja, ich kann echt gut Akrobatik. Das stimmt. Also theoretisch. Aber praktisch gesehen war es dann, naja, ich konnte es halt noch nicht zeigen. Spieler selber, also als ich, nicht als mein Charakter. Und zwar war das, als Ken diese Federbrosche an Nara weitergereicht hat. Wir sie über Johnny als DM gereicht haben und wirklich so, wir hatten auf einmal diese Federbrosche alle in der Hand. Und das war einfach so geil, das Spielerlebnis, weil wir alle so in Character waren. Ganz klein, aber wundervoll. Und zwar, ich bin ja froh, dass Corin wirklich mit Snorri mit in ihr Zimmer gegangen ist, weil, oh mein Gott, gibt es was Süßeres, als wenn ein Charakter wirklich seinen Namen schnarcht? Ich weiß bis heute noch nicht, was ich dazu sagen soll. Mein Corin hat es ja auch nicht nochmal aufgegriffen, aber. Was mir natürlich persönlich, oh Gott, mein Mikro, was mir natürlich
als missverstandener Goblin auch sehr gut gefallen hat, war natürlich, dass wir die Kobolde, also zwei Kobolde retten konnten, war mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich bin sehr froh, dass das Dorf so die Kobolde aufgenommen hat. Das war sehr schön und herzerwärmend. Es war im Grünwald. Auch mit Kahn. Kahn, natürlich, war. Das war nämlich so, Alter, man trifft eine Elfe. Und ich war so, ey, komm, wir können voll Best Buddies werden. Wir sind auf zwei Wölfe gestoßen, die zwar nicht gesprochen haben, uns aber offensichtlich verstehen konnten. Und das fand ich einen sehr, sehr aufregenden Moment. Also ich habe damals vermutet, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Dass die Wölfe noch irgendwie viel, viel krasser sind und vielleicht auch irgendwas mit dem Horn zu tun haben. So besitzergreifungsmäßig. Die doch ganz friedlich waren und nicht so gefährlich, wie ich angenommen habe. Und naja, ich habe es probiert. Aber ich glaube, es kam nicht so rüber, weil ich dann immer so als Elmo so komisch drauf eingegangen bin. Und kam ist nicht so drauf eingegangen, aber das ist egal. Aber ich fand es trotzdem toll, dass wir da eine Elfe getroffen haben. Als Corin tatsächlich am Ende ja losgeht, um zur Zitadelle zu gehen. So, wieso sie das jetzt wieder gemacht hat, darf ich ja nicht sagen. Sagen wir mal, es hat wirklich unterbrochen, was ich eigentlich vorhatte als Corin. Aber dass Nara wirklich, oder Celine in dem Fall, dazu in der Lage war, eine Natural 20 zu würfeln darauf, dass ich sie höre in der Stadt und auch wirklich darauf reagiere, ja, das fand ich schon wirklich cool. Und vor allem das Gespräch danach mit der Wache. Eine Wache überzeugen konnte, dass Corin die Betrunkene ist und nicht Nara. Ich meine, Leute, ihr habt es gesehen, oder? Also, als ob man dann nicht drauf gekommen wäre, dass Nara die Betrunkene war und nicht Corin. Das war auch sehr, sehr lustig und wirklich auch ein Lieblingsmoment von mir. Selber mit der Kutschenfahrt, also ich fand's toll. Das Ding war, ich habe mir das so voll überlegt. Wir haben vorher gelevelt, ja, und ich habe diesen Disguise Yourself, diesen Zauber, der war auf dieser Liste. Ich hatte noch ein paar andere zur Auswahl, aber das fand ich voll geil. Das war so, das ist voll cool. Ja, ich wollte es ihnen allen wieder zeigen. So, es hat ja mit dem Fenstersprung nicht gut geklappt. Jetzt würde ich ihnen zeigen, dass ich auch was kann, dass ich was beisteuern kann. Ja, dann labern die halt alle, ne? Sie labern und dann voll die Missverständnisse. Ich habe dann ja auch voll vor Corin angepimpert dann danach, weil ich dachte, dass Corin rausspringt aus der Kutsche und wild um die Kutsche rumläuft, um alle zu erschrecken, zu verwirren. Und dann bleibt sie einfach in der Kutsche drin und macht da das für mich und dann öffnet sich die Plane und Johnny so, du hast dich zurückverwandelt, oder? Und ich war so, ah shit, okay, ja. Er hat uns alle geformt, würde ich mal sagen. Jetzt wissen wir so für die Zukunft, was wir vermeiden sollten oder, naja, wer weiß, was die anderen, ich probiere es. Ich glaube, das sind meine Lieblingsmomente der Staffel. Sie sind kleiner irgendwie, aber sie haben alle so ein bisschen was mit zu tun, dass sie Corin ein bisschen aus ihrem Gleichgewicht geholt haben. Wenn man sagen kann, dass Corin überhaupt ein Gleichgewicht hat. Ja, bei dem ganzen Zettelzerreiß-Ding, das ist, glaube ich, eher so, die können alle was. Ken kann da schön zaubern, Snorri ist immer voll, macht uns voll Diplomatie, Best Friends und so, Corin ist voll stark und Never, ja, ist halt Never. Und Elmo konnte halt noch nicht so seine Stärken ausspielen, deswegen kam ich da irgendwie drauf. Und dass es am Ende jetzt auch funktioniert hat, ist halt so, okay, gib mir einen Zettel. Seid sehr gespannt auf die zweite Staffel. Sie ist unheimlich gut geworden. Es wird so spannend, so intens. Ich bin auch selber so gespannt, wie es dann aussieht. Und freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch.